Memmingen. Die Stadt ist mit über 43.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt im Regierungsbezirk Schwaben. Die Ursprünge der Stadt reichen bis in die Römerzeit. Die Altstadt gehört zu den am besten erhaltenen Städten Süddeutschlands. Darauf sind die Memminger stolz und die zahlreichen Besucher beeindruckt. Das Rathaus ist bereits seit dem 16. Jahrhundert Sitz der Memminger Stadtregierung. Auf den Fassaden des Steuerhauses kann man Malereien im Neurokoko-Stil betrachten. Die Stadt bezeichnet sich auch als das Tor zum Allgäu. Der örtliche Slogan lautet Memmingen – Stadt mit Perspektiven. Im Herzen der Stadt steht das höchste Gebäude Memmingens, der Turm der evangelischen St. Martinskirche. Täglich werden hier Führungen angeboten. Hans-Jörg Käser ist einer der Turmführer und seit Beginn dabei. Es war so, dass also dieser Initiator, der Reinhard Heuss damals, rumgefragt hat, wer würde eigentlich mitmachen bei solchen Turmführungen. Und da hat er also hauptsächlich Leute gefragt, die er aus der evangelischen Jugend kannte. Und nachdem er also gesagt hat, es sind 4 bis 6 Mal im Jahr solche Führungen, haben meine Frau und ich spontan zugesagt. Wir machen also seither ununterbrochen Führungen seit 25 Jahren. Und eigentlich vor 3 Jahren noch zusätzlich Dachbodenführungen. Wer seinem Job 25 Jahre lang treu bleibt, dem macht dieser Spaß. Und Hans-Jörg Käser ist klar, was genau er am schönsten daran findet. Die Freude, das sind die Gäste. Es ist also unglaublich. Wir haben inzwischen etwa 70.000 Gäste hier auf den Turm geführt, also alle miteinander. Und es waren alles Leute, die begeistert hier heroben waren, die vollkommen überrascht waren. Es gab mal einen Gast, der gefragt hat, was tut man eine Stunde auf dem Turm? Und dann nach einer Stunde hier heroben zu fragen, wo ist sie eigentlich geblieben, die letzte Stunde? Und das sind eigentlich so die Erlebnisse, dass man runterkommt und sagt, das war jetzt wieder eine nette Gruppe. Der Türmer kennt alle Geschichten über den Turm und auch über die alten Türmer von damals und deren Aufgaben. Jetzt haben wir also hier seit 600 Jahren fast 2 Wächter gewohnt, die also die Aufgabe hatten, über die Stadt zu wachen. Die Hauptaufgabe war natürlich zu schauen, ob irgendwo Feuer ausbricht. Wenn man hier einen Blick aus dem Fenster wirft, die Altstadt von Memmingen ist sehr dicht bebaut und auch diese dichte Bebauung gab es bereits vor 500 Jahren. Und man kann sich vorstellen, nachdem die Häuser aus Holz waren, mit Stroh gedeckt, keinen Kamin hatten, dass es also sehr, sehr wichtig war, wenn irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist, dass man das sehr, sehr schnell merkt, meldet und löscht. Und dazu hatten also diese Turmwächter die Aufgabe, alle 10 Minuten einen Rundgang zu machen und wenn irgendetwas war, das zu melden. Dazu hatten sie diese beiden Glocken, eine
Stadtfeuerglocke und eine Landfeuerglocke, mit der sie dann melden konnten. Wichtig war natürlich die Stadtfeuerglocke. Wenn es innerhalb der Stadtmauern gebrannt hat, dann wurden die Leute alarmiert. Dazu gab es noch eine rote Fahne, die man zu dem Fenster rausgehängt hat, wo es gebrannt hat, und ein Sprachrohr, mit dem man runterrufen konnte, wo es brennt. Und das hat anscheinend über 5 Jahrhunderte recht gut geklappt. Wir wissen von keinem einzigen Großbrand in der Stadt. Die letzten beiden Türmer wurden in der Silvesternacht 1920 feierlich entlassen. Von da an war der Turm verwaist. Mit den Führungen wird ihm jedoch wieder neues Leben eingehaucht. Vor kurzem wurde das Turmkreuz mit der goldenen Kugel und der Wetterfahne renoviert. Es ist instabil geworden und drohte hinabzustürzen. Schwindelfrei muss man dafür sein, in 64 Metern Höhe. Eine künstlerische Arbeit. Memmingen ist aber nicht nur am Kirchturm künstlerisch, sondern auch in den Geschäften der Stadt. Sie werden sich jetzt fragen, was haben Geschäfte mit Kunst zu tun? Ein ganz besonderes Projekt ist hier gerade am Laufen. Kunst im Geschäft. In ca. 45 Memminger Geschäften sind Malereien, Skulpturen und Lichtinstallationen ausgestellt. Die Kunst kommt zum Mensch und der Mensch kommt zur Kunst. Es haben doch viele Leute noch eine Hemmschwelle, vielleicht in die Galerie zu gehen, oder sind auch nicht ganz so kunstaffin. Und wenn die beispielsweise, wie wir jetzt hier in einem schönen Schuhgeschäft sitzen und da ganz entspannt ein Bild anschauen, also ich kann das auch nur bestätigen, dann hat das Bild eine ganz andere Ausstrahlung. So passiert es, dass sich Kunden eines Schuhgeschäfts nicht nur die neue Sommerkollektion, sondern auch Bilder ansehen. Kunst und Schuhe sind hier direkt nebeneinander. Das ist für alle Beteiligten ein absolutes Win-Win-Projekt. Wie gesagt, für den Stadtmarketing-Bereich tut es einfach die Vielfalt erweitern. Und der Künstler kann neue Zielgruppen erreichen, wie vorhin schon erwähnt, auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so den direkten Draht zur Kunst haben und nicht unbedingt in eine Galerie gehen, die erleben die Kunst im Geschäft oder am Geldautomat. Sogar das Landgericht war letztes Jahr mit dabei, weil der Präsident unseres Landgerichts von der Aktion eben auch so angetan war und bei unserem künstlerischen Stadtspaziergang dabei war, dass er gesagt hat, Mensch, ich bin mit dabei, schreibt mich mit an, und außerdem habt ihr da den Platz in der Stadt, der mit Sicherheit am besten gesichert ist für euer Exponat. Manche Kunden kommen mittlerweile gar nicht mehr zum Einkaufen in die Geschäfte. Ja, also da gibt es natürlich Unterschiede. Die meisten kommen schon und wollen Schuhe kaufen, dann sehen sie die Bilder, schauen das an. Es gibt aber auch in der Zeit, es geht ja über 2 Wochen, wirklich Memminger Kunden, die dann wirklich gezielt von Geschäft zu Geschäft gehen und wirklich sich das anschauen. Und da kommen natürlich auch Kunden, die sonst nicht zu uns ins Geschäft kommen, die sagen, ach Mensch, das ist ja auch ein tolles Geschäft. Also auch diese Synergieeffekte sind ja auch für uns sehr schön, wenn die dann wirklich in Geschäfte kommen, wo sie sonst keinen Bezug dazu haben. Also von daher haben wir auch einen doppelten Nutzen, dass wir sagen, ja, wir kommen auch an Leute, die mal wirklich das Geschäft betreten, die sonst nicht da sind. Das Projekt gibt es schon seit einer ganzen Weile und hat sich mittlerweile unter allen Beteiligten gut eingespielt. Es gibt eine Liste im Büro und da können wir schauen, welche Künstler eben sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Und nachdem die Aktion ja jetzt schon 10 Jahre läuft, ist es also wirklich interessant zu beobachten. Ich muss jetzt schon seit fünf Jahren niemanden mehr akquirieren, sondern die Leute kommen wirklich, die Künstler kommen auf uns zu und sagen, dürfen wir bei ihnen ausstellen. Seit 2005 bietet die MEWO Kunsthalle in Memmingen ein außergewöhnliches Programm mit Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst sowie zur Kulturgeschichte. Seit einem Jahr kann man das Stadtmuseum, das Strigel- und Antoniter-Museum und die MEWO Kunsthalle bei freiem Eintritt besuchen. Somit ist man dem Ziel, einer Kultur für alle, einen bedeutenden Schritt näher gekommen. Es kommen sicherlich auch andere. Also gerade hier im Haus haben wir es jetzt mit den Zahlen gar nicht so sehr gemerkt. Im Stadtmuseum und auch im Strigel- und Antoniter-Museum sind die Zahlen stärker angestiegen. Was wir hier aber gesehen haben, ist, dass ein paar andere Leute reinkommen. Leute, die sich wirklich davor nicht getraut haben, hier reinzukommen,
weil sie auch nicht wussten, wie ist es denn, was muss ich denn in so einem Museum machen. Und jetzt, wenn vorne dran steht freier Eintritt, da kann jeder mal reingehen und kann auch nur 5 Minuten reinlaufen und sich den Lichthof angucken. Und da sind aber dann auch viele dabei, ach, das ist ja ganz schön hier, hier komme ich nochmal wieder. Und diese erste Neugier, die kriegt man halt über den freien Eintritt. Und ich glaube, langfristig bringt das unheimlich viel. Ich finde es toll, dass die Stadt sich irgendwann mal gedacht hat, wir brauchen Museen, wir brauchen diese Museen. Und dann nicht nur das Stadtmuseum hat, sondern auch natürlich in der Folge das Strigl- und Antoniter-Museum und dann die MEWO-Kunsthalle. Und ich glaube, da war zum einen die Idee, ja gut, wir sind eine Stadt und wir müssen uns so nach außen präsentieren. Zum anderen war da aber auch eine Idee dabei, dass Kultur einfach zum Leben mit dazugehört. Und an Memmingen, ja, da muss man halt arbeiten, um die Leute irgendwann mal zu packen und zu erwischen und ihnen zu zeigen, dass wir hier spannende Geschichten erzählen. Dass es hier was zu sehen und zu erleben gibt und dass Kunst nicht nur einfach sowas Langweiliges ist, was man einmal in der Schule in der 8. Klasse anguckt und dann nie wieder. Zurzeit ist hier unter anderem eine Ausstellung von Chidem Aki zu sehen. Sie selber schreibt über ihre Bilder: Meine selbst konstruierte Form besteht aus 2 Elementen, die mir sehr wichtig sind. Einem klaren geometrischen Element in der Mitte und zweitens der Geste mit einer Hand, der Bewegung meines Körpers und dem Pinselstrich. Chidem Aki experimentiert ganz viel und sie experimentiert auch damit, was Malerei eigentlich ist. Und das ist natürlich ganz grundsätzlich, ich mache Farbe auf Leinwand drauf und welche Möglichkeiten habe ich denn? Und ich habe Möglichkeiten, sowas ganz, ganz genau präzise zu malen. Ich habe aber auch Möglichkeiten, sowas mit der ganz großen Geste auf die Leinwand drauf zu hauen. Und das sieht man jetzt gerade bei dem Bild, was hinter mir ist. Man hat das orange Rechteck in der Mitte, was jetzt zumindest von Weitem sehr präzise und wie mit einem Lineal gezogen aussieht. Und man hat außenrum in diesem Türkisblau die ganz große Geste mit einem ganz großen Pinsel, die mit einer Bewegung durchgezogen ist, wo halt diese ganz andere Malerei drin ist. Und das versucht sie zu vereinen, auch bei diesen ganz neuen Bildern, die man jetzt an anderen Wänden sieht, wo dann diese gestischen Formen, die sind dann auch ganz präzise gemalt. Aber da ist immer noch dieses Runde vom Pinselstrich eigentlich mit drin. Also diese Böppel, die man unten sieht, das ist eigentlich der runde Pinsel, den sie ansetzt und dann nach oben zieht. Natürlich viel vergrößert und dann ganz anders ausgemalt, aber sowas ist da noch mit drin und sie experimentiert, sie versucht wirklich zu forschen, wie funktionieren Farben nebeneinander, welche Farben kann ich nebeneinander setzen, welche Wirkungen erziele ich da. Bei einigen sieht man sofort, dass das ein Gesicht ist oder dass da irgendwie eine bestimmte Stimmung vom Licht draußen, vom Frühling oder sowas reinkommt. Wir haben einige hinten, da friert es einen richtig, weil das so Winterlandschaften sind. Das ist so ein ganz klares Winterlicht, was da drin ist. Das sind so blaue, graue Eistöne. Memmingen, Stadt der Perspektiven. In Sachen Kunst trifft dies auf jeden Fall zu, mit der MEWO Kunsthalle und auch ihren Projekten wie Kunst im Geschäft. Und auch geschichtlich kann die Stadt ganz groß auftrumpfen. Fragen Sie doch mal Turmführer Hans-Jörg Käser, der kann einiges aus längst vergangenen Zeiten berichten. Thank you.
Thank you.